Im Internet hat er sich sozusagen geöffnet, der Täter, der mutmaßliche Täter im sogenannten Darknet. Im Studio Volker Tripp, Internet-Experte und Geschäftsführer von Digitale Gesellschaft. Und da muss man vielleicht mal drüber sprechen, dieses Darknet, das ist tatsächlich die dunkle Seite des Internets? Ja, das könnte man so sagen. Es ist jedenfalls eine verborgene Seite des Internets, auf die man nur zugreifen kann mit einer speziellen Software. Ja, und aber was denn daran schon verboten, der Zugang an sich oder das, was man dort im Verborgenen tatsächlich treibt? Letzteres. Also das Darknet als solche ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise verboten oder illegal, sondern illegal ist allenfalls das, was man dort macht. Also man kann es benutzen, um anonym Drogen oder Waffen zu kaufen. Man kann es aber auch benutzen, um sich mit anderen anonym auszutauschen, zu kommunizieren. Und das ist gerade in autokratischen Staaten besonders wichtig. Viele Menschenrechtsaktivisten, Journalisten benutzen das Darknet, um eben sicher miteinander und sicher vor allen Dingen vor staatlichem Zugriff miteinander kommunizieren zu können oder eben auf bestimmte Dienste zuzugreifen, die im Darknet angeboten werden. In diesem aktuellen Fall ist natürlich die Frage, wenn ich Masse erreichen will, dann gehe ich eigentlich nicht übers Darknet, weil da habe ich ja eine relativ kleine Klientel, mutmaßlich einfach mal. Dieser mutmaßliche Mörder, der sich dort öffentlich macht, einerseits, andererseits doch keine Öffentlichkeit erreicht. Warum tut er das nicht übers normale Internet? Ja, ganz offensichtlich hat er ja Öffentlichkeit erreicht. Also wir reden ja jetzt hier darüber und die Medien berichten über diesen Fall. Also es reicht ja, wenn er diese Informationen an einer Stelle streut und sie dann aus dem Darknet heraus eben den Weg in andere Medien findet. Vielleicht war das genau sein Kalkül. Schauen wir auf dieses Darknet nochmal als Werkzeug, haben Sie gesagt, das Bewegen prinzipiell nicht strafbar, nur bestimmte Seiten. Jetzt ist trotzdem die Frage, wenn das alles verschlüsselt ist und wenn man eigentlich gar nicht weiß, wer da tatsächlich welche Informationen abgreift, wieso ist es dann doch möglich, dass die Ermittler immer mal wieder mit Erfolgsmeldungen um die Ecke kommen und sagen, Kinderpornoring ausgehoben, hat sich im Darknet bewegt, hat dort nach Waffen gesucht, hat Waffen gekauft. Wie läuft das? Naja, also zum einen kann es sein, dass man Sicherheitslücken ausnutzt, die gelegentlich in dieser Zugangssoftware bestehen. Das gab zum Beispiel 2014 einen relativ spektakulären Fall, in dem das FBI auf die Art und Weise eben an Hintermänner illegalen Tuns gekommen ist. Und ganz klassische Polizeiarbeit. Also man begibt sich da in diese Kreise, quasi als verdeckter Ermittler, baut Kontakte auf und kommt dann auf diesem Weg an die Hintermänner ran. Wie groß ist eigentlich die Klientel, die sich in diesem Darknet bewegt? Kann man das abschätzen? Gibt es da Zahlen? Nicht, dass ich wüsste. Ne? Trotzdem eine Vermutung, weil ich meine, die größte Masse der Informationsbeschaffung läuft natürlich über das offizielle Netz, über das normale Internet. Muss man denn mutmaßen, dass die sich im Darknet bewegen, wobei sie es schon eingeschränkt haben, tatsächlich sehr viel kriminelle Energie bewegt? Nein, überhaupt nicht. Also es ist ohne weiteres für jeden möglich, sich diese Software runterzuladen. Und ein Beweggrund kann beispielsweise sein, frei von staatlicher Überwachung kommunizieren zu wollen oder das Internet einfach anonym nutzen zu wollen. In Zeiten, in denen eben immer mehr staatliche Behörden immer tiefer versuchen, in die Privatsphäre einzudringen, wird natürlich auch das Interesse größer, solche Tools zu benutzen. Herr Tripp, danke schön für das Gespräch. Danke.